So, da kommen wir dann zur erstmal vorletzten Aufgabe, nämlich füge Gegnern innerhalb von 30 Sekunden mit zwei unterschiedlichen Waffen Schaden zu. Das werde ich euch natürlich gleich zeigen, wie wir das Ganze machen. Aber erstmal erfreuliche Nachrichten, wenn du komplett neu auf dem Kanal bist. Ich denke mal, du hättest bestimmt auch Lust, einen Skin zu gewinnen oder auch bei Custom Games mitzumachen, wo es Geld gibt. Wenn dich das Ganze interessiert, sage ich jetzt schon, lohnt sich auf jeden Fall das Abo. Aber Kurzfassung erstmal von beidem. Was die Skins betrifft, alle 800 V-Bucks, ihr seht hier oben habe ich 560 V-Bucks, alle 800 V-Bucks geht halt ein 800 V-Bucks Skin an meine Community raus. Wie mache ich das Ganze? Im Livestream natürlich. Haben wir einfach so zusammen entschieden, dass ich das so mache und kein 2000 V-Bucks Skin, weil logischerweise so hast du eine höhere Chance, auch einen Skin zu gewinnen. So. Was die Custom Games betrifft, da machen wir das ein bisschen anders als andere. Bei mir kannst du nicht in einer Runde das Geld gewinnen, sondern über einen gewissen Zeitraum. Zurzeit haben wir das erstmal ausprobiert mit 2 Wochen, aber wir werden mal gucken, wie das Ganze so läuft, ob wir das nicht sogar auf eine Woche verkürzen. Und was wird da gewertet? Hauptsächlich natürlich die Siege. Also, wenn du eine Woche lang mitspielst und hast in den Custom Games die meisten Siege, bekommst du auch das Preisgeld. Wie du das dann bekommst, müssen wir dann sehen, ob du das per PaySafe-Code haben willst, Amazon-Code, PSN-Guthaben, Xbox Live-Guthaben oder ähnlichem. So, erstmal Stand der Dinge. Wir haben am Montagabend angefangen. Jetzt haben wir Donnerstag. Wie du siehst, 3 Siege ist zurzeit auf Platz 1. Ich denke mal, wenn einer gut genug ist, könnte er das auch noch überbieten. Also, wenn du Interesse hast, da ist mein Handy, man kennt es. Ton sollte man eigentlich immer ausmachen, aber das war's dann an der Stelle komplett. So, wie gesagt, wenn du bei den Custom Games mitmachen willst, gerne ein Abo da lassen, Glocke vor allem aktivieren, damit du halt wirklich immer weißt, wann ich live gehe und wieder Custom Games mache. So, was die Skins betrifft, da haben wir nur leider eine kleine Bedingung. Nämlich, wir müssen definitiv, wo ist meine Maus? Befreundet sein. Deshalb gerne Freundesanfrage an yt-family-hack schicken. So, wir sind jetzt fast 800 Leute. Und warum sollst du das bitte machen? Hat einen ganz einfachen Grund. Solltest du bei einer Verlosung gewinnen, müssen wir halt eben 48 Stunden schon befreundet sein. Wie du siehst, mit ihm hier bin ich es leider noch nicht. Heißt, sollten wir jetzt gerade eine Verlosung machen und er würde gewinnen, könnte ich ihm halt nicht den Skin schenken, einfach aus Sicherheitsgründen von Epic selber. Weil man muss halt 48 Stunden miteinander befreundet sein, bevor man ein Geschenk verschicken kann. Dient nur zu unserer Sicherheit, ist natürlich, was mich betrifft, ein bisschen blöd, aber andererseits auch nicht, weil ich möchte natürlich die belohnen, die schon länger dabei sind. Aber 48 Stunden, wie gesagt, sind 2 Tage, also es liegt an dir. So, dann, wenn du mich natürlich noch mehr unterstützen willst, gerne meinen Creator-Code benutzen, yt-familyhack, weil so lassen sich natürlich auch die Custom Games und alles refinanzieren. Weil ich bekomme von Epic Games nichts geschenkt. Im Prinzip ist das alles nur das, was ihr mir ermöglicht. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch mal direkt rein in die Aufgabe. Und das Ganze machen wir natürlich in Gruppenkeile. Weil da können wir noch den Loot ganz in Ruhe sammeln und gucken, wie wir das genau machen werden. Aber ich denke mal, da haben wir eine ziemlich einfache Taktik, aber die werde ich euch gleich verraten. Kommt drauf an, was für Waffen ich habe. So, hier seht ihr den Ladebildschirm und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit gleich Likezeit, Kommentierzeit. Und wenn du noch kein Abonnent bist, dann hau jetzt doch dein kostenloses Abo raus. Wie gesagt, Custom Games mit Preisgeld und Skins. Ich weiß nicht, so viele bieten das, glaube ich, nicht an. Und du bekommst bei mir noch jeden Tag den Shop, wo halt, wie gesagt, auch die neuesten Informationen soweit drin sind. So, wie du siehst, ich habe den Skin mir schon geholt, alles freigeschaltet. Alles, was du dazu wissen musst, ist natürlich auch auf meinem Kanal schon hochgeladen. So, was den Schaden betrifft, da habe ich eigentlich Folgendes vor. Am besten eigentlich eine Pumpgun und dann einfach nur mit der MP hinterher schießen. So wie man eigentlich sowieso immer spielt. So ist jetzt einfach mal mein Plan, was hier die Aufgabe betrifft. Dann, was die Zone betrifft, wenn ihr das Ganze ziemlich schnell erledigen wollt, einfach hier in der Mitte rausspringen, ungefähr jetzt, dann gleiten lassen und warten, bis man genau weiß, wo die Endzone ist. Das Ganze wissen wir genau jetzt.
So, wo müssen wir hin? Wieder da unten hin. Alles klar. Ja, da werden aber viele Gegner sein. Ich glaube, ich lande dann ehrlich erstmal hier. Einfach mal ein bisschen Loot schon mal zu haben. Weil das Problem ist nämlich, zu schnell dürfen wir unsere Gegner natürlich auch wieder nicht killen, weil wir müssen ja mit beiden Waffen Schaden machen. Aber ich denke mal, das Ganze kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe. So, irgendeiner von uns ist schon da unten. Hier werden eh noch welche kommen. Ja, der eine da oben hat sich schon das E geholt. Waffen haben wir hier gerade gar keine. Läuft. Ah, eine epische Kiste. Da haben wir schon mal eine Waffe. Zwei epische Waffen. Das schmeckt. So, haben wir uns den Biggie auch noch direkt. So, dann gehe ich nämlich direkt da runter, weil eigentlich müssten viele noch die Schwimmaufgabe machen. Und vielleicht kriegen wir einen abgefangen, der hier runtergesprungen kommt. Ah, scheinbar ist keiner unterwegs. Aber er müsste eigentlich schon da sein. Außer er macht es in der richtigen Folge, nicht so wie ich. Und macht erst bei Lazy Lake die Aufgabe. So, dann holen wir uns schon mal ein paar Meds, weil die ersten Gegner werden gleich safe hier unten ankommen. Ah, ich sage, ich feiere den Skin jetzt schon. Ohne Quatsch. Also den Skin werde ich definitiv länger spielen. Komplett mit allem. Wenn nicht sogar noch mit der roten Tarnung. Aber das Grüne, ich feiere einfach diese Lackierung. Bin auch echt dankbar, dass mir ein Abonnent die geschenkt hat. Also Grüße gehen da nochmal definitiv raus. Weil die Tarnung ist, ich finde, mit die beste Tarnung. Die Magma-Tarnung ist auch ganz gut, aber ich persönlich finde die dann doch wieder einen Tick besser. So, die zweite Kiste über uns. Ah ne, hier ist sie. So, zack, holen wir uns noch hier die eine Kiste. Dann gehen wir mal hoch, weil da werden eh jetzt die meisten sein. Ach, hier hinter. Ja, Bauchgefühl war richtig. Hauptsache noch volles Leben. Wie gesagt, das Ganze könnt ihr natürlich in jedem x-beliebigen Modus machen, aber ich persönlich empfehle eigentlich echt die Gruppenkeile, weil du wirst halt so schnell wiederbelebt. So, dann gucken wir mal, wo wir hier einen finden. Aber bei meinem Glück schaffe ich es wahrscheinlich erst wieder im Endgame. Oh, diese Lags, ich hasse es einfach. Ja, da hinten sehen wir schon einen. Bleib ja außen am Wasser. Bleib am Wasser, bleib am Wasser. Nein, 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 nein. Seht ihr diese Lex? Wie soll man das spielen? Ja, ist klar. Aber Ehre gewährt. Wo kommt er? Wie einfach nichts connected. Aber das Wichtigste ist, Aufgabe ist geschafft. Also genau so kann das Ganze ablaufen. Einfach mit der Pump vorschießen quasi. Und keine Munition mehr. Läuft bei mir. Ich weiß eh, was er vorhat. Aber nicht mit mir. Diese Lex. Wie soll man denn da vernünftig spielen? LOL! Ist er genau im richtigen Moment abgesprungen? Naja, ihr habt ja jetzt gesehen, wie das Ganze funktioniert. Einfach genau so nachmachen und schon habt ihr das Ganze. Könnte vielleicht ein bisschen länger dauern. Also ich muss sagen, ich habe auch nicht erwartet, dass ich das direkt beim ersten Mal schaffe. Aber so kann das Ganze natürlich perfekt ablaufen.
Und ich denke mal, das schafft ihr auch. Wie gesagt, wenn ihr bei Custom Games mitmachen wollt, Skins haben wollt, gern Abo, Glocke. Und als allerbestes wäre natürlich Creator Code, aber ist natürlich keine Pflicht. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein und vielleicht sieht man sich im nächsten Custom Game.